XKCD? No, it's XFEL. X-ray free electron lasers. What's that? Yeah. Something like that. It's just a little bit of a shorter wavelength and it doesn't definitely fit. Willkommen zur Übersetzung vom freien Elektron Laser Talk 34C3. Die Übersetzer, ihre Übersetzer heute sind Frau Blauwal und Shanks. Viel Spaß. He knows the answers to that. And he's going to introduce us to his world of free electron lasers and their applications. Thorsten Hellert wird uns heute. Yeah, thank you. I have to admit, I'm quite nervous. Ich muss sagen, ich bin sehr nervös heute. Aber auch weil mein Computer irgendwie abgestürzt ist vor einer Stunde. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Präsentation jetzt hier funktionieren wird. Aber wir hoffen jetzt für das Beste. Abgesehen davon, ich bin sehr froh, dass sich so viele von euch für Teilchenbeschleuniger interessieren. Und ich muss sagen, das ist nicht nur eine interessante Veränderung. Ich habe mit vielen Leuten am DESI gesprochen, auch in den USA. Und alle von denen haben von diesem Kongress gehört. Und die wissen sogar, dass es in Leipzig passiert dieses Jahr. Also ich kann sagen, wirklich jeder Teilchenphysik, den ich kann, mag den CCC auch. Okay, but maybe enough small talk for now. Okay, genug Smalltalk für heute. Lass uns mal ein bisschen über Wissenschaft reden. Wenn wir das uns anguckt, haben wir Neuronen, schenken uns elektrische Impulse zu uns. Ich bin aber ein Neuron. Aber wie funktioniert das eigentlich? Was machen die Neuronen? Also woraus bestehen die eigentlich? Hier ist eine Darstellung von der Harvard University. So in den Neuronen gibt es eine große Variation von Proteinen. Also das sind große Makromoleküle. Die bestehen alle auf 100.000 von Atomen. 40% von jeder Zelle wirklich diese Proteine ausgefüllt. Die DNS ist sozusagen den Blueprint und die Proteine ist wirklich die Arbeitsmaterial. Und die müssen halt zu dem Ort transportiert worden, die benutzt werden. Also zum Beispiel zu den Membranen müssen die gebracht werden. Die müssen auch den Außenrand der Zelle sein. Und das funktioniert durch diese blauen Kugeln hier. Die Proteine kleben daran und diese Motorenprotein, wie das Keratin hier, zieht daran, das zieht diesen Vesicle und das spannt sich dann auf durch die ganze Zelle. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt, aber als ich zum ersten Mal dieses Filmchen hier gesehen habe und ich verstanden habe, wie komplex eigentlich diese molekulare Basis ist von dem, das war atemberaubend. Aber habt ihr euch schon mal gewundert, woher wissen wir eigentlich, wie das funktioniert? Woher wissen wir von dieser Struktur? Und die Antwort ist Synchrotronenlichtquellen. Die Struktur von diesen Proteinen wurden wirklich in diesen Synchrotrons aufgelöst und heute in diesem Vortrag möchte ich gerne vorstellen, was es braucht für so eine Anlage und wie man so ein Bild macht. Die nächste Frage ist, woher können wir etwas über diese Dynamik sagen? Also können wir sagen, wie die sich zusammenverhalten? Und um ganz ehrlich zu sein, wir wissen es eigentlich gar nicht. Don't get fooled by the name. Also, lasst euch nicht täuschen von der Harvard University, weil wir wissen eigentlich nicht, wie sich Proteine falten und niemand hat wirklich immer gesehen, wie das funktioniert oder diese chemischen Prozesse beobachten können. Aber ich möchte euch heute gerne zeigen, wir haben jetzt das Werkzeug davon und das ist der freie Elektronenlaser, weil der wirklich fähig ist, diese Zeitscan auf dem Femtosekundengasis aufzulösen. Also ich möchte gerne anfangen mit einem einfach. Hier haben wir das elektromagnetische Spektrum. Wir sind alle umgeben von einer Vielfalt von elektromagnetischen Wellen und die kann man einteilen in verschiedene Wellenlängen. Wir haben zum Beispiel Radiowellen mit Wellenlängen von mehreren Metern. Dann haben wir Mikrowellen, das sind ein paar Zentimeter. Dann haben wir Infrarot und das sichtbare Licht, das sind ein paar hundert Nanometer von Wellenlängen. Und wenn wir jetzt die Wellenlänge immer kleiner machen, dann kommen wir irgendwann ins ultraviolette Spektrum und dann bei 0,91 und irgendwann haben wir die Röntgenstrahlung. Und es gibt eine fundamentale unteres Limit, wenn man etwas sehen möchte, das ist das Diffraktionslimit, das Bewegungslimit. Das sagt aus, wenn man zwei Objekte zusammen auflösen möchte mit der Absenz D,
Das heißt, man muss eine Wellenlänge nehmen, die entweder kleiner oder gleich ist wie der Abstand. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Ameise angucken möchte, kann man sich sichtbares Licht anschauen, weil die Wellenlänge ist kleiner als diese Ameise. Aber wenn man zum Beispiel Viren angucken möchte, oder Proteine, wir haben es gerade gesehen, aber noch kleinere Sachen, das heißt, wir müssen Röntgenquellen benutzen. Aber so wie wir Bilder machen von kleinen Bildchen, das ist komplett anders, als wir es zum Beispiel von der Kamera kennen. Also wir machen dann zum Beispiel Röntgenbeugung. Bevor ich euch erklären kann, wie es funktionieren möchte, möchte ich ein bisschen was über Kohärenz sagen. Wir starten hier mit einer ganz normalen Lichtquelle. Die sendet Licht aus in verschiedenen Wellenlängen. Ich habe das hier dargestellt durch verschiedene Wellenlängen. Wir haben hier keine fixierte Phasenrelation. Das ist alles ausgesendet. Das nennen wir auch inkohärentes Licht. Das ist das Licht, was uns alle umgibt. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern von der Schule, wenn ich da eine Abortur platziere, dann werden die Wellenfronte so emittiert, als wenn sie von einer Punktquelle emittiert werden. Jetzt haben wir eine fixierte Phasenrelation und das nennen wir eine räumlich kohärente Welle. Und der nächste Schritt zur Kohärenz ist, dass wir einen Filter dazwischen legen. Da wird nur eine Wellenlänge durchgelassen und das ist das, was wir kohärent nennen. Und wenn wir jetzt sagen, wir sind sehr weit weg von dieser Quelle, da können wir auch sagen, dass diese Wellen planare Wellen sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Doppelspalt platziere, kriege ich ein Interferenzmuster und wenn ich dann einen Schirm habe, kann ich das Beugungsmuster observieren. Mathematisch gesprochen gibt es eine Verbindung zwischen den physischen also wenn ich das Beugungsband kenne und den Abstand zwischen Schirm und Objekt, kann ich dann berechnen von diesem Beugungsmuster die physikalischen Eigenschaften. Also wir machen jetzt hier eine Röntgenbeugung. Wir haben jetzt hier allerdings Elektronen, welche aus Quellen dienen und da werden dann entsprechend die Sachen gebeugt. Das ist ein mikroskopisches Bild von einem das wurde mit dieser Röntgenbeugung untersucht und das ist das Beugungsbild, das wir davon gekriegt haben. Das ist ein bisschen komplizierter als das Beispiel, das wir hier haben, aber das kann man daraus rekonstruieren, was ihr hier rechts seht. Also von diesem mittleren Bild kann man berechnen, was ihr rechts seht, auch wenn das nicht wirklich intuitiv ist, aber es ist mathematisch äquivalent. Wir können das berechnen von diesem Beugungsbild, ohne dass wir dieses Originalbild gesehen haben. Und solche Experimente mit Röntgenbeugungen wurden seit Jahrzehnten gemacht, nur um ein Beispiel zu nennen. Zum Beispiel der Nachweis von DNS. Das war nur möglich, weil Rosalind Franklin solche Röntgenbeugungsbilder gemacht hat von DNS-Kristallen. Und nur so eine kleine Randbemerkung, ratet mal, wer hat Nobelpreis gewonnen? Ja, ihr habt recht, das waren diese zwei weißen Männer. Das ist ein bisschen eine hässliche Geschichte, aber ich denke, das sollte sich mal nachlesen. Also der Fakt ist, das wird ein bisschen Probleme an hier Bewegungen anschauen. Also das heißt, wenn wir ein Bild machen von jemandem, von etwas, das sich bewegt, müssen wir diesen Shutter Speed runterskalieren. Für ein Pferd zum Beispiel brauchen wir nur eine Millisekunde. Wenn wir zum Beispiel eine Kugel anschauen sollen, die durch diese Melone, dann brauchen wir 1000 Frames pro Sekunde. Und wenn wir uns jetzt chemische Aktionen anschauen machen, dann brauchen wir ganz andere Größenskalen. Ihr wisst vielleicht, wie sowas funktioniert. Da braucht man große Linsen, damit man wirklich genug Licht hat, dass das Objekt trifft in einer kleinen Zeit. So für eine normale Lampe gibt es diese Lumineszenzintensität. Das ist definiert als die Photonen, welche pro Zeit und Raumwinkel emittiert werden. Also wie viel Licht wird direkt auf das Target geschickt. Also wie gesagt, wir wollen ja Röntgenbeugung machen, das heißt, wir brauchen kohärentes Licht. Hier haben wir die Brillanz von unserer Lichtquelle. Und was wir haben möchten, ist so viele Photonen wie möglich. Wir wollen die in einem kleinen Raum mit einem schmalen Winkel, mit möglichst nur einer Wellenlänge. Das heißt, die Brillanz ist wirklich unser Key-Feature. Aber damit wir überhaupt wissen, wie man von der Brillanz von hier nachher kommt, möchte ich euch ein bisschen darüber reden, was wir jetzt anschauen. Das sind ja Beispiele von Objekten, die sortiert sind nach ihrer Größe. So, wir starten zum Beispiel mit einer Fingerspitze, war ein Zentimeter, dann haben wir ein menschliches Herz oder Moleküle und Atome. Wir haben auch Technologien entwickelt, die in der großen, wir haben zum Beispiel ein Microgrid, das hat einen Durchmesser von Mikro- oder Nanotubes.
oder so etwas ganz Besonderes. Aber wir können zum Beispiel auch Objekte auf einer atomischen Skala herumbewegen. Auf der Zeitskala ist es zum Beispiel so, wir starten zum Beispiel mit einem Blinken, das sind ein paar oder Millisekunden. Oder zum Beispiel die Zeit, die es braucht, für eine Welle durch einen Kristall geht oder runter dann, wie gesagt, zu den chemischen Reaktionen. Es braucht ein Gigahertz CPU, damit eine Berechnung machen kann. Aber zum Beispiel ein optisches Netzwerk, das ist ein bisschen schneller. Aber wir sind noch nicht an dem Punkt, dass wir diese Zeitskalen hier erreichen können. Wir sind wirklich fähig, einen Laserpuls zu machen auf einem Femtosekunden. Skala, das ist wirklich beeindruckend. Aber denkt ihr mal an das Diffraktionslimit. Wir können wirklich makroskopische Objekte angucken, aber also innerhalb von einer Femtosekunde können wir uns das angucken. Aber es sind nur makroskopische Objekte und die ändern sich in der Regel nicht in der Femtosekunden. Also Proteine und Atome, da sind wir wirklich blind. Und damit ihr hier ein besseres Gefühl dafür kriegt, eine Fingerspitze ist für ein Atom. Das ist ein Faktor von 2 mal 10 hoch 8. Also der Faktor ist 2 mal 10 hoch 8 größer. Und das ist zum Beispiel das Gleiche, wenn man von hier nach Leipzig, nach Tel Aviv laufen würde, verglichen zu einem Fingerspitze. Und auf der Zeitskizze ist ein Jahr verglichen zu seinem Blinzeln ist das Gleiche wie die Zeitskala von der Wasserdissertation. Wenn man zum Beispiel... Wenn man das skalieren möchte, dass man den Finger für eine Sekunde stillhalten muss, dann sieht man sofort, dass dieses Röntgendiffraktion komplett an einem anderen Punkt ist. Ich möchte die Technologieentwicklung von der Brillanz noch ein bisschen in anderen Zusammenhang bringen. Ihr kennt auch Moore's Law, also das heißt, ihr wisst ungefähr, was das heißt. Wir haben 12 Größenordnungen in 6 Dekaden. Wenn man das vergleicht, die Röntgenbrillanz, das waren 18 Größenordnungen in 5 Dekaden. Und das war nicht nur, dass es kleine Innovationen waren. Das waren wirklich ganz verschiedene Generationen von Synchrotronlichtquellen. Und jetzt die 5. Quelle ist das freie Elektronenlaser für Röntgenlicht. Und ich möchte euch jetzt gerne erklären, wie das gebaut wird. Aber bevor ich euch das erklären kann, wie wir wirklich so einen Teilchenbeschleuniger bauen können, möchte ich überhaupt mal erklären, warum machen die das überhaupt? Warum? Da muss ich euch ein bisschen was mit Relativität erklären. Ihr habt vielleicht Steinis Talk gestern gehört. Ich möchte euch das gerne in einem Slide zusammenfassen. Wie gesagt, wir nennen diese Maschinen Teilchenbeschleuniger. Und intuitiv weiß man, eine Beschleunigung ist ein Vergrößern der Geschwindigkeit. Aber das ist nicht wirklich das, was passiert. Vielleicht kennt ihr Newtons Gesetze der Bewegung. Wir wissen, die Energie ist 1/2 m0 v². Aber Einstein hat dann gesehen, dass die maximale Geschwindigkeit ist die Lichtgeschwindigkeit und es gibt nichts, was schneller kann. Das heißt, Newtons Gesetz der Mechanik gilt nur für kleine Geschwindigkeiten. So, und das ist die generellere Formel von Einstein. Und da gibt es diesen relativistischen Faktor Gamma. Das ist eins über diese Wurzel, die ihr sehen könnt. Und das ist die Verbindung von der Energie zu seiner Restmasse, Ruhemasse. Wir werden das hier noch ein paar Mal sehen in diesem Vorlesung. Hier ist ein Beispiel. Angenommen, wir beschleunigen ein Elektron mit 5 Megavolt, dann ist die kinetische Energie von beiden Teilchen 5 Megaelektronvolt. Die Ruhemasse von einem Elektron ist 500 Kilovolt. Für ein Proton ist es ungefähr 2000 mehr. Und jetzt kann man die Zahlen reingehen, dann findet man diesen Gamma-Faktor. Für Elektronen ist er 10 und für Protonen ist er ungefähr 1. Und wenn man jetzt die Geschwindigkeiten berechnet, dann sieht man für Elektronen, für 5 Millionen Volt, kriegt man, dass wir 99% der Lichtgeschwindigkeit kriegt und für Protonen ist nur ungefähr 10% der Lichtgeschwindigkeit. Wir haben hier für die beiden Teilchen ganz unterschiedliche Verbindungen zwischen Geschwindigkeit und Energie. In Synchrotron möchten wir immer ein möglichst hohes Gamma benutzen. Deshalb benutzen wir halt nur Elektronen. Der nächste Schritt ist, warum strahlen die? Das ist ein Elektron. Ich habe hier das elektrische Feld gezeichnet. Vielleicht kennt ihr die Lenkkontraktion von der Relativität.
ein ganz einfaches Beispiel ist, wir haben zum Beispiel einen Maßstab und es bewegt sich und dann wird es kleiner gemacht für den Beobachter. Wenn man jetzt diesen Effekt anwendet für das elektrische Feld, dass immer, wenn man die Geschwindigkeit des Teilchens beschleunigt, dann werden diese Feldlinien zusammengedrückt, bis es nur ein kleiner Konus bleibt, der senkrecht ist zur Bewegungsrichtung des Elektrons. Wenn man jetzt das Teilchen beschleunigt, dann muss sich auch diese Feldkonzentration ändern, von diesem Setup zum anderen. Aber das kann nicht unendlich schnell passieren und maximal mit Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, wir haben ein zeitabhängiges Feld, das heißt, das ist eigentlich Strahlung. Das wird vielleicht hier ein bisschen klarer. Ich habe hier eine Simulation gemacht, man kann das hier runterladen unter diesem Link. Das ist hier eine Punktladung und ich ziehe das jetzt hier rum mit meiner Maus und möchte dadurch die Geschwindigkeit hören. Und wenn ich diese Geschwindigkeit höre, dann werden diese Feldlinien zusammengedrückt in diesen Konus. Und man sieht wirklich, diese Strahlen sieht man sehr gut, wenn ich hier das herumziehe und es zum Beispiel im Kreis bewege. Wenn man sich jetzt denkt, man sitzt hier, und wenn man sagt, und das ist grundsätzlich, was eine Synchrotron-Lichtquelle ist. Und jetzt möchte ich das ein bisschen mehr im Detail angucken, und zwar an diese Strahlungseigenschaften. Das hier ist unser Elektron. Ich habe hier mal berechnet, wie die Strahlung ist für diese Bewegung. Und die winkelabhängige Strahlung sieht man hier. Der größte Teil der Strahlung ist wirklich in Vorwärtsrichtung des Elektrons. Und der Öffnungswinkel von diesem Konus, der skaliert mit 1 durch Gamma. Und die Energie skaliert mit Gamma hoch 4. Und das heißt, Gamma ist direkt proportional zur Energie. Das heißt, wenn wir eine hohe Energie haben, wird wirklich das meiste Energie direkt vorwärts emittiert und Gamma ist jetzt hier irgendwas für 10.000. Eine sehr schöne Eigenschaft ist hier, dass es ein großer Bereich abdeckt. Man kann es sehr einfach verändern, indem man einfach das Gamma ändert, also die Energie ändert des Teilchens. Diese Art von Strahlung wurde als erstes in einem Synchrotron angeguckt und deshalb nennt man es Synchrotronstrahlung. Wenn wir zu diesem Bild hier zurückkommen, also die Synchrotronstrahlung ist wirklich sehr gut geeignet, um kleine Dinge anzugucken wie Proteine und Moleküle. Die Frage ist, wie können wir das jetzt wirklich benutzen? Und ihr wisst, das ist der Teilchenbeschleuniger. Was ist das Prinzip einer Lichtquelle? Also zunächst einmal müssen wir unsere Elektronen generieren. Und dann müssen wir sie beschleunigen. Also wir müssen die Energie höher machen. Und dann müssen wir sie zum Strahlen bringen. Und damit können wir dann unsere Röntgenstrahlen-Experimente machen. Also so einfach ist das. Man kann jetzt über so eine Lichtquelle wie einen Radiostudio nachdenken. Da hat man nämlich auch einen Input, dann hat man eine Amplifikation und dann tut man diese Strahlung durch. Dann produziert man auch radioaktive elektrische Strahlung und dann wird das auch irgendwo empfangen. Also ich werde jetzt diese ganzen Geräte durchgehen und werde anfangen mit der Beschleunigung. Ihr alle wisst, wenn man einen Kondensator mit einer Stromquelle verbindet, dann kann man ein Elektron da platzieren und dann wird das durch den Kondensator beschleunigt. Und so ein moderner Kondensator ist ungefähr 10 Meter lang und das beschleunigt die Elektronen auf ungefähr 6 Millionen Volt. Aber das Problem ist, wir können ihn nicht wirklich in Serie schalten und wir können die Spannung nicht wirklich höher kriegen. Also das Problem ist, diese Technologie scaled nicht. Also wir ersetzen jetzt unseren Kondensator mit einem Akzelerator. Und dieser Akzelerator ist nochmal, also die Stromquelle ist eine Wechselstromquelle. Ein kleines elektrisches Feld wird da drinne, entsteht da drinne, was oszilliert und man kann die jetzt ganz einfach in Serie schalten und wenn man die jetzt korrekt schaltet, dann bekommt man ein variierendes elektrisches Feld und dann kann man da noch Löcher reintun, ohne die Geometrie wirklich zu ändern und diese Zellen sind nun hintereinander geschaltet und dann kann man die ganzen Stromquellen
wegtun, außer eine. Und dann kann man dann noch Ein- und Ausgänge hinschalten. Und wenn man dann alles schön schaltet, dann sieht man, dass das Elektron immer schneller wird, wenn es durch diese verschiedenen Kammern geht. Und ich lasse jetzt ganz viele Details weg, aber das sind die Prinzipien von einem RF-Kavit. Es war kein Witz. And basically every particle accelerator on also jeder Teilchenbeschleuniger auf der Erde funktioniert so, wie ich das gerade beschrieben habe. Das ist ein Beispiel. Hier haben wir Beschleuniger, hier haben wir diese neuen Zellen und das ist eine supraleitende Technologie. Das heißt, alles muss zusammengebaut werden in einem Reinheitsraum, was eine große Herausforderung ist. Und dann stecken wir das in diese gelben Dinger, tun es unten in den Tunnel und dann kühlen wir das, damit es supraleitend ist. Und dann können wir in diesen Kavitäten ungefähr 13 Millionen Volt pro Meter hinkriegen. Und das ist ungefähr 50 Mal mehr, als wir das in den Kondensatordingen hinbekommen haben. Und stellt euch das einfach vor, 50 Millionen Volt zwischen diesen beiden Händen. Also es ist eine sehr beeindruckende Technologie. Also der nächste Schritt ist jetzt die Elektronenquelle. Das hier ist ein Film, dass wir ein Elektronentestzentrum in Zeuthen gemacht haben. Ihr seht, das ist eine sehr komplizierte Maschine und dieses Ding ist nur dazu da, um diese Elektronenquelle zu machen. Dieser Film zeigt die Prinzipien. Hier haben wir so eine Halle und das sieht innen so aus. Photonkathode, wenn UV-Strahlung darauf trifft, dann werden Elektronen ausgestrahlt und damit kann man so eine Milliarde oder 10 Milliarden Elektronen machen. Und wir haben hier zwei Zellen von diesen AF-Kavitäten. Und das ist alles so synchronisiert, dass die Elektronen sofort beschleunigt werden, nachdem sie generiert werden. Okay. Und jetzt brauchen wir noch ein Gerät, um die zum Strahlen zu kriegen. Und ich habe euch schon mal gesagt, wir müssen die einfach im Kreis gehen lassen. Wir können das einfach mit einem Magneten machen. Also ihr könnt noch aus der Schule, man hat diese linke Handregel. Man kann damit wenn man ein magnetisches Feld hat und die Elektronen reisen in eine Richtung, dann kann man die Lorentzkraft dadurch machen, die dann ablenkt. Und jetzt haben wir dann einfach alles, was wir brauchen, um unseren Storage Shrink zu machen. Wir haben eine Elektronenquelle, wir haben einen Beschleuniger und wir haben ein Gerät, mit dem man das dann zum Strahlen bringen kann. Aber es ist nicht so einfach. Das Problem ist, wenn man das die ganze Zeit ablenkt, dann geht Energie verloren, das Teilchen wird langsamer. Und das heißt, während das Elektron im Kreis reicht, müssen wir das immer wieder beschleunigen. Das heißt, wir bauen wieder so Kavitäten hin, damit das die Geschwindigkeit behalten kann. Und dann müssen wir da noch so Fokussierungselemente reinbauen, damit die Elektronen auf dem Strahl bleiben. Und dieser Teilchenbeschleuniger ist called Synchrotron. Und dieses Gerät wurde ursprünglich für Hochenergiephysik gebaut, zum Beispiel der LHC, der Large Hadron Collider in der Schweiz, ist eigentlich nur das. Also das ist das grundsätzliche Prinzip und das könnte zum Beispiel dann euer Atlas oder Detektor sein. Und zum Beispiel in den frühen 50ern, wenn die angefangen haben, diese Beschleuniger zu bauen, da war die Synchrotronstrahlung einfach nur etwas Nerviges, was alles komplizierter macht. Aber in den 60ern wurden dann Röntgenstrahlung etwas, was man etwas wollte. Und dann haben Physiker gesehen, dass das eigentlich nützlich ist, diese Synchrotronstrahlung. Und was man dann gemacht hat, ist, man hat dann diese also das waren dann die Erstgeneration Röntgenstrahlungsgeräte. Und hier ist zum Beispiel ein Beispiel. Da hinten sind ein paar Dipolmagnete. Das ist ein sehr kleines Gerät. Und viele Wissenschaftler wollten dann etwas mehr Energie in ihrer Strahlung haben. Und diese Brillanz skaliert mit der Anzahl von Elektronen. Also das heißt, wenn wir die Energie
erhöhen wollen, müssen wir mehr Dipolmagneten reintun. Das ist ein Gerät, das Wickline heißt. Und da sind ganz viele Dipolmagnete, die synchrotron radiation as from a single dipole magnet. And by doing that, you will increase the brilliance by a factor. Also, wenn man mehr right? So, nothing more about that. Then the next generation. Die nächste Generation, oder sagen wir den nächsten Schritt für hellere Quellen, war die Erfindung eines Undulators. Das ist ziemlich was Ähnliches wie ein Wiggler. Der einzige Unterschied ist, dass der Bewegungsradius ist so klein, dass der Strahlungs immer in die gleiche Richtung des Experiments zeigt. Die mathematischen Details von dieser Strahlung, das ist ein bisschen kompliziert, aber die Idee ist, dass man jetzt Interferenz hat mit einem Licht in jeder Kurve. Damit kann man die Gesamtenergie komprimieren in diese ganz scharfen Peaks zusammenschieben kann. Und das ist natürlich super, weil wir möchten ja Röntgenwirkung machen. Das heißt, wir brauchen kohärentes Licht, wir brauchen ja nur eine Wellenlänge. Also wir haben einen Filter eingebaut und wenn man einen Filter genau hier einbauen würde, dann würde man eine sehr hohe Brillanz erreichen. Und diese Geräte, das nennt man sozusagen die dritte Generation Synchrotons. Also Anlagen mit solchen Sachen haben das Maximum an Experimenten und Strahlungslinien. Wie man hier sehen kann, es gibt sehr viele von denen in der Industrie, in der ganzen Welt. Und nur als Beispiel möchte ich euch Petra 3 zeigen. Das ist am DESY in Hamburg. Aber lasst mich zuerst kurz einen Schluck trinken. Okay. So, this is the DESY Campus. Das ist der DESY Campus. Das, der Ring hier, das ist Petra 3. Es hat einen Umfang von ungefähr 2,3 Kilometer. Und hier ist ja eine 300 Meter große Experimentellhalle. Und hier sieht man eine Skizze davon. Und in jeder von diesen Linien sieht man eine Röntgenquelle mit verschiedenen Experimenten. Von innen sieht das so aus. Man sieht den Beschleuniger selber nicht ganz, weil alles muss irgendwie abgeschirmt werden mit diesen Betonwänden wegen der Strahlung. Aber der Beschleuniger ist hier in diesem Innenring. Und das ist jetzt hier ein Bild von innen. Und hier sieht man die Experimentenkammer immer an den Enden. Also gesagt haben, das ist von innen. Das hier sind die Quadrupolen. Hier haben wir andere Magneten. Und das Gelbe hier, das sind die Undulatoren. Die produzieren diese Strahlung. Diese Beamlines sind sehr teuer hier. Das muss wirklich alles automatisiert werden. Hier zum Beispiel sehen wir so einen Roboterarm, der nimmt diese Kristalle, nimmt die aus dem Duet raus und macht die auf den Probenhalter. Und die Genauigkeit hier ist wirklich sehr beeindruckend. Wir haben hier Proben und die sind ungefähr 100 Nanometer groß und die werden ja rotiert innerhalb von diesem Photonenbeam, der nur selber 100 Nanometer groß ist. Aber warum möchten wir uns überhaupt Kristalle anschauen? Der Grund ist der folgende. Die Cross-Section von Röntgenstrahlung in unserer Materie, die ist sehr klein. Wir bräuchten ungefähr 1 Million Atome, damit wir ein Photon beugen können. Und wir brauchen ja mehr als ein Photon, das gebeugt wird, damit wir wirklich ein sinnvolles Bild kriegen, damit wir was daraus berechnen können. Also was wir hier machen, wir müssen halt die Menge der Photonen vergrößern, aber es ist limitiert. Aber das ist halt das Problem von unserem Flächenbeschleunigung. Das heißt, wir müssen halt die Anzahl der Atome vergrößern. Und das machen wir, indem wir Kristalle wachsen lassen. Das hier ist ein Protein. Und wir müssen hier Proteine finden, aus denen wir solche Einheitszellen machen können und daraus dann einen Kristall züchten können. Das heißt, wir brauchen sehr, sehr viele von denen. Und diesen Kristall können wir dann in unseren Lichtstrahl setzen und damit können wir dann ein Beugungsbild kriegen. Und wenn wir diesen Kristall drehen, kriegen wir ein 3D-Beugungsbild. Und dann können wir berechnen, wie die 3D-Elektronendichte ist. Und wenn wir die Elektronendichte kennen, können wir die Struktur berechnen. Hier sehen wir die kumulierte Strukturen, die wir zusammengesammelt haben in der Datenbank. Und hier in den letzten 20 Jahren sieht man sehr gut, es ist eine unglaublich beeindruckende Anzahl von neuen Strukturen, die wir nur geschafft haben durch diese Röntgenbeugung in diesen dritten Generationen Lichtquellen. Wir können jetzt hier nicht nur Bilder machen von Kleinproteinen, aber wirklich auch von großen, wie zum Beispiel von Ribosomen. Das ist wirklich nicht alles. Zum Beispiel das Ribosom hier. Das erste Bild, das gemacht wurde,
wurde in den 1980er gemacht. Aber es hat 20 Jahre gedauert, dass die Wissenschaftler berechnen konnten, was die Struktur eigentlich davon ist. Diese Zahl hier, die sieht ziemlich groß an. Bis heute ist nur weniger als 10% der menschlichen Proteine sind bekannt. Also das heißt, immer 98% der Proteine in unserem Körper sind nicht bekannt. Und der Grund ist der Bottleneck Gap, das ist wirklich dieses Kristallwachstum. Es ist extrem schwierig, die meisten von diesen Proteinen in Kristalle zu bringen. Es ist einfach nicht möglich für viele Proteine, die überhaupt zum Kristall zu bringen, zum Beispiel diese Membranproteine. Und für andere ist das Problem, man kann die nicht in große Kristalle bringen. Also idealerweise möchten wir eigentlich ein Bild machen von einem kleinen Kristall, also gerade von einem Einzelmolekül machen. Aber um das zu schaffen, müssen wir halt die Anzahl der Photonen vergrößern. Also bei einem Faktor 100 Millionen. Und das ist wirklich nicht einfach, aber lass uns einfach mal so tun, also so vorstellen, wir könnten das, der wirklich 100 Milliarden tausendmal heller ist, dann könnten wir ein Beugungsbild machen von einem kleinen Ding. Was würde dann passieren? Das ist genau das, was passieren würde. Das ist eine Simulation, die wurde vor ein paar Jahren publiziert. Das ist einmal die Coulomb-Explosion von Lysozymen. Sobald der Röntgenstrahl den Kristall trifft, dann werden sofort die Elektronen aus diesem Molekül rausgeschlagen. Und das Einzige, was bleiben, ist die positiv geladenen Nuklei. Und die werden sich gegenseitig abstoßen und das ganze Molekül explodiert. Und das Problem, das wir jetzt haben, wirklich von fundamentaler Biodynamik, es ist halt nicht möglich, so einen Röntgenstrahl kleiner zu machen als 50 Picosecken. Also auch wenn wir es schaffen würden, dass er hell genug ist, da würden wir trotzdem nur ein ausgefranstes Bild einer Explosion sehen. Und das ist der Punkt, wo die freien Elektronen kommen. Weil da können wir, weil da schafft man es zum Beispiel, einen Puls zu zeigen von 10 Femtosekunden. Aber ich habe gesagt, wir müssen ja eine viel mehr Photonen reinstecken. Das ist immer noch das große Problem. Also was machen wir hier? Zuerst möchte ich das hier ein bisschen reskalieren, also das, was wir hier machen. Wir ersetzen den Undulator durch einen sehr, sehr langen Undulator. Und jetzt kommt das Wichtige. Wenn man alles richtig macht, dann kriegt man über diesem Muster kriegt man ganz dünne Spikes von kohärenter Strahlung, und das ist das, was es so wichtig macht. Mathematisch gesprochen skaliert es jetzt mit der Elektronenquadriert, und die Elektronen, die wir haben, sind 100 Millionen. Das ist wirklich eine große Nummer, Anzahl. Lass uns das mal nochmal schauen, was im Undulator passiert. Das sind die Elektronen hier. Und die ganze Gruppe bewegt sich jetzt hier durch den Undulator. Und da gibt es eine Resonanzbedingung. Wenn die Undulatorperiode und die Periode von dem Licht, das ausgesendet wird, das sieht man hier, die Undulatorperiode, und hier ist das rausgesendete Licht, das ist ein Gamma-Faktor, und das AK-Werk, das Informationen über das magnetische Feld, aber das ist jetzt gar nicht wichtig. Das heißt, wir gucken uns jetzt hier die Wellenlängen von dem Licht, das hier rausgesendet wird. Das soll einfach diese Bedingung erfüllen. Das hier ist die elektromagnetische Welle, von diesem Elektron emittiert wird. Das heißt, die ganze Gruppe bewegt sich jetzt hoch und runter. Also einige der Elektronen bewegen sich mit dem elektronischen Feld. Oh, das hier ist dieses elektrische Feld hier. Also einige der Elektronen, die bewegen sich mit dem elektrischen Feld, und einige bewegen sich in die gegenseitige Richtung. Also das heißt, einige werden den Impuls gewinnen und andere werden das Impuls abgeben. Und wenn jetzt hier diese Bewegung und die elektronische wenn das beides das Vorzeichen gleichzeitig ändert, das heißt, es wiederholt sich selber immer wieder. Also das heißt, hier existiert eine Dispersion. Was heißt das? Das heißt, der Radius vom Rührbeugen, das hängt von der Energie. Und wenn die Energie kleiner ist, dann ist dieser Radius kleiner. Das heißt, einige von diesen Teilchen, die haben eine größere transversale Energie. Das heißt, die werden zurückfallen und andere werden die Gruppe überholen. Das heißt, wir haben einen sich selbst ordnenden Effekt, der sich selber wiederholen wird. Also gehen wir zurück ins große Bild. Das heißt, wir starten mit einer inkohärenten Strahlung. Das heißt, die Elektronen, die werden durch diesen Kreis bewogen und die strahlen. Aber es gibt keine fixierte Phasenrelation zwischen denen. Das ist das, was wir nicht kohärente Strahlung nennen. Das skaliert
mit der Anzahl von Emittern, also mit den Elektronen jetzt hier. Wenn sich jetzt diese Gruppe durch den Undulator zeigt, gibt es diesen selbst auch dann funktioniert. Und die Längenskala von dieser Strahlung, damit wir diese Wellenlänge jetzt finden, damit wir hier die kohärente Strahlung haben und die wieder, die skaliert mit der Anzahl der Elektronen im Quadrat. Es ist nicht ganz so einfach, von der inkohärenten zur kohärenten Strahlung zu gehen, insbesondere wenn man Röntgenstrahlung haben möchte. Was wir jetzt hier brauchen, das ist hier nur, damit ihr so ungefähr eine Idee kriegt von der Größenordnung. Nehmt ihr nicht ganz im Detail, aber wir brauchen einen kleinen Strahl, also 10 Mikrometer in der transversalen Breite. Und wir müssen den so klein, also dass er 10 Mikrometer lang ist. Und wir müssen in einer hohen Energie sein, also 10 Milliarden Elektronenvolt. Und wir brauchen einen sehr, sehr langen Undulator, 100 Meter im Hintermeter. Und in diesem Undulator müssen die Elektronen besser als 10 Mikrometer platziert sind, damit wir wirklich dieses Überlagern haben von den Elektronen und dem Licht. Das ist wirklich nicht einfach. Hier sehen wir eine Skizze von diesem freien Elektronenlaser. Wir haben ja die verschiedenen Punkte, zum Beispiel die magnetischen Schikane, wir nennen die auch Bunch-Kompressoren, damit wir hier diese ganz kleinen Bunches haben. Wir haben diesen langen Undulatoren und da können wir die Elektronen rauswerfen und da können wir das leicht Licht zu unseren Experimenten bringen. Was Sie hier sehen könnt, es gibt ungefähr 5 von diesen Geräten auf der Welt im Moment, die betrieben werden. Und 5, also 5 davon, die in einem wirklich größten Röntgenstrahlenbereich arbeiten. Und hier sehen wir eine Karte von Hamburg. Es ist ungefähr 3 Kilometer lang. Es geht vom Daisy Campus aus und es geht bis nach Schleswig-Holstein rüber und da ist dann das experimentelle Halle. Man kann von oben nicht viel sehen, denn es ist alles unter der Erde. Ich zeige euch hier diesen kleinen Film, der gemacht wurde. Da kann man im Moment nicht rein, denn der Film wurde gemacht, während das noch gebaut wurde. Wenn man im Moment reingeht, würde man einfach sterben. Aber damals konnte man noch rein. Es war sehr beeindruckend, da unten zu sein und diese ganze Hightech neben sich zu sehen. Und ja, ihr seht, das ist endlos lang. Das ist nicht der Hauptbeschleuniger, es geht noch einen Kilometer weiter. Ihr seht da unten rechts, wo man ist. Es ist ein bisschen langweilig, ihr könnt das euch zu Hause anschauen. Ich habe, glaube ich, schon die Geschwindigkeit verdoppelt von dem Film. Aber ich will euch noch ein paar Zahlen geben. Also im Schnitt nehmen wir ungefähr 9,5 Megawatt von dem Stromnetz. Also es ist ungefähr eine kleine Stadt. Und davon können wir 10% in unseren Strahl tun. Also wir haben ungefähr eine, im Schnitt 900 Kilowatt Energie in unserem Strom. Das ist sehr beeindruckend. Davon bekommen wir wieder 0,1% in unseren Röntgenstrahlen und davon wieder nur 1%, was die richtigen Stellen trifft und dann gestreut wird. Also man könnte jetzt sagen, dass die Effizienz von dieser Maschine ziemlich schlecht ist. Und 900 Watt Röntgenstrahlen ist nicht besonders beeindruckend, aber was das beeindruckend ist, ist, dass diese Maschine das in einen sehr kleinen Punkt bringt, diese ganze Strahlung. Und was auch beeindruckend ist, ist, dass die Leistung die Leistung in kleinen Momenten. Also man hat hier zum Beispiel eine die Länge ist sehr klein, 0,5 Angstrom und die Beleuchtungszeit ist auch sehr klein, nämlich 3 Femtoseconds. Und wir können das auf einen sehr kleinen Punkt kriegen. Und die Intensität an diesem kleinen Punkt ist 10 hoch 17 Watt pro Zentimeter Quadrat. Also ihr wisst vielleicht nicht, was 10 hoch 17 Watt pro Quadratzentimeter ist, aber wenn man das ganze Sonnenlicht nimmt und die Erde auf einem Quadratzentimeter trifft, dann ist das ungefähr die gleiche Größenordnung. Also das ist sehr hell und man muss dann, wenn man auch die falsche Stelle strahlt, dann
ist es sehr gefährlich. Und es ist nicht wirklich einfach, so eine Maschine zu betreiben. Also wir haben 9 Millionen Kontrollsystemvariablen. Das hier ist ein Bild vom Kontrollraum vom DAISY. Da sieht man, wir haben eine Menge Bildschirme und Konsolen und man hat Zugriff zu allen. Und es ist wirklich nicht einfach, so etwas zu bauen, und so dass alle Leute dann noch Zugriff dazu haben. Ich hatte mal eine Messung an Flash, das ist noch ein anderer Elektronenlaser, an DAISY. Und da musste ich eine Einstellung machen und das hat mich ewig gekostet, das zu finden. Also das hier ist der oberste Panel vom Kontrollsystem. Und man sieht, wenn man hier einige Knöpfe drückt, dann werden Fenster mit ganz, ganz vielen anderen Knöpfen gedrückt. Dann drückt man wieder eine von diesen Knöpfen und dann geht wieder ein Fenster auf mit ganz vielen Knöpfen. Dann öffnet er wieder ein Fenster. Dann geht wieder ein Fenster auf mit ganz vielen Knöpfen, etc., etc. Und dann irgendwann, seht ihr, wir kommen endlich zu einer Einstellung. Also wir müssen wirklich ganz viele Experten haben, die zusammenarbeiten, denn niemand kann das alles im Kopf behalten. Eine andere interessante Zahl ist die, wie viele Daten, die Datenproduktionsrate. Also ich rede jetzt nur über den Detektor, der die Röntgenstrahlen detektiert. Da haben wir eine Auflösung von 16 Bit und wir wollen das 23.000 Mal pro Sekunde aufnehmen und das heißt, wir haben ein paar Gigabyte pro Sekunde. Also der LHC hat ungefähr 600 Megabyte pro Sekunde. Also ihr könnt euch vorstellen, wir brauchen auch sehr, sehr gute. Niemand kann 60 Gigabyte pro Sekunde irgendwie managen. Das heißt, wir brauchen ein System, um das zu filtern. Und hier haben wir eine Grafik für die ersten paar Tage von dem Betrieb und wir haben hier hunderte von Terabyte schon. Und es ist noch nicht an vollen Kapazität. Also wir reden hier über Petabyte. Also es ist auch nicht besonders einfach zu kontrollieren. Aber ich würde zuletzt noch etwas gerne darüber reden. Ich würde gerne nochmal über die Anwendungen reden zuletzt. Und es geht hier um molekulare Filme. Also hier haben wir zum Beispiel diesen Eisenkomplex und wenn man den mit UV-Strahlen bestrahlt, dann gibt es eine chemische Reaktion. Und danach kommt ein anderes Molekül heraus. Das Problem ist, alle unser Wissen über Chemie einfach Gleichgewichtswissenschaft ist. Also das heißt, wir wissen das Produkt vorher, das Produkt nachher, aber wir wissen nicht, was dazwischen passiert. Und normalerweise gibt es nicht nur einen Reaktionspfad, sondern es gibt ganz viele. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn wir überhaupt nichts wissen, was dazwischen passiert, dann ist es sehr schwer, zum Beispiel einen Katalysten zu produzieren. Also wir können einfach nur Alchemie machen. Also wir müssen einfach nur versuchen, bis wir einen Katalysten finden. Und mit diesem Laser kann man jetzt diese ganzen Sachen, die während der Reaktion passieren, anschauen. Und jetzt schauen wir uns mal so einen Lichtstrahl hier an. So hier kommen unsere X-ray Beams. Also hier kommen unsere Röntgenstrahlen. Das ist eine Photon-Diagnostizierungssektion, wo man die Eigenschaften von den Röntgenstrahlen anschauen kann. Und hier haben wir dann so ein Ziel. Das ist jetzt ein flüssiges Ziel. Wir wollen ein einziges Molekül von unserem Röntgenstrahl. Wir wollen, dass unser Röntgenstrahl nur ein einziges Molekül trifft und nicht mehrere. Und wir müssen das auch noch im Vakuum machen. Also es ist nicht einfach, das zu bauen, so einen Experimentierraum. Also erstmal müssen wir jetzt überhaupt unsere Reaktion zum Laufen bringen. Also das heißt, wir strahlen da jetzt mit UV-Strahlung drauf und dann startet die chemische Reaktion. Und dann müssen wir Röntgenstrahlen draufstrahlen und dann machen wir ein Bild davon. Und wir müssen dann also die Zeit zwischen den beiden Strahlen, davon kriegen wir der Zeitunterschied zwischen den beiden Strahlen, dadurch kriegen wir die verschiedenen Zeitpunkte in der Reaktion. Also zwischen jedem von den Impulsen sind nur 200 Nanosekunden und das heißt, der Detektor muss wirklich bereit sein,
für den nächsten Strahl. Das heißt, der Detektor ist sehr schwer zu bauen. Das ist wahrscheinlich der beste Röntgenstrahldetektor auf der Welt. Und jetzt bekommen wir diese ganzen Bilder. Und von den ganzen Bildern kann man dann die Struktur des Moleküls kalkulieren. Und dann kann man wirklich so einen Film machen von einer chemischen Reaktion. Und jetzt seht ihr, wie lange es noch dauert, bis wir zum Beispiel so etwas machen können, also so einen Film mit den Röntgenstrahlen. Aber grundsätzlich habe ich euch nicht nur gezeigt, wie man die Struktur von den Proteinen sehen kann, sondern wie freie Elektronenlaser es uns ermöglichen, in ein paar Jahren vielleicht diese Art von Film zu machen, und zwar nicht als wie man sich das vorstellen muss, sondern wir können diese Filme dann wirklich machen. Also danke und stellt bitte Fragen. Thorsten, danke. Es war ein sehr lehrreicher Vortrag. Wenn irgendetwas mit deinem Postdoc in Berkeley schief geht, dann solltest du vielleicht in Wissenschaftskommunikation anfangen. Okay, wir haben schon eine Frage aus dem Internet. Ja, es gibt da eine Frage. How well do the experiments replicate? Wie gut reproduzieren die Experimente? Ich habe einen Vortrag gestern schon gesehen und ich denke. You mean in general the X-ray experiments or from the European? Ist es gemeint generell Röntgenbeugung oder spezifisch von Hamburg als von Internet? Okay, das ist ein bisschen dumm. I would say. Ich denke, dass die sehr gut reproduzierbar sind. Es gibt Experimente, die wurden an verschiedenen Quellen gemacht und die haben versucht, das zu vergleichen mit anderen Quellen oder das Experiment ein bisschen anders zu machen. Und ich glaube, das war ziemlich gut reproduzierbar. Aber ich bin nicht ein Experte in diesem Bereich. Ich selber baue diese Maschinen. Es ist mir ehrlich gesagt ein bisschen egal, was rauskommt. Es tut mir leid. Okay, Mikrofon 1, bitte. Okay, hi. Really amazing talk. Toller Vortrag. What's the current status of the X-Fell? So because you showed. Was ist der momentane Status von diesem Gerät? Also man sieht, wie man so einen Film machen könnte, aber wie weit sind wir da überhaupt, so einen Film hinzukriegen? Something like a year maybe. Ich würde sagen, so ungefähr ein Jahr. Das hängt wirklich an vielen Dingen ab. Ich habe euch nicht wirklich gesagt, wie schwierig es wirklich ist, so ein Video zu machen, also wie viele Bilder, dass man wirklich zusammensetzen muss, um so ein Video zu machen. Man muss mehrere hunderttausend Bilder von diesen Röntgenbeugungsbildern zusammensetzen und dann, wenn man so ein Video draus kriegt. Das heißt, man braucht eine sehr, sehr lange Strahlungszeit, und ich glaube, insbesondere jetzt gerade ist das größte Problem ja noch, die Proben herzustellen und wirklich die ganze Kapazität zu kriegen, weil es gibt, ja, ich würde sagen ungefähr ein Jahr, dass man wirklich so ein Video kriegt. It operates right now. Also die Maschine funktioniert schon. Es funktioniert nur nicht alle Untereinheiten. Also zum Beispiel ein paar der Experimente kann man sie noch nicht fertig. Oder es gibt noch ein paar Eigenschaften, die noch nicht wirklich vollständig da sind, wo sie sein sollten. Okay, Mikrofon 4, bitte. Okay. How do you stop the molecules degrading by when they are hit by the free electrons? Wie schafft man, dass die Moleküle nicht denaturieren, wenn sie von dem Laserstrahl getroffen werden? And how do we stop it with the free electron laser? Also, du hast vorher die Moleküle gezeigt, und wie verhindert man jetzt, dass die Moleküle nicht explodieren? Okay. Nein, also, das verhindern wir einfach nicht. Das ist genau das, was passiert. Das wird wirklich zerstört in jedem Shot. Und deshalb müssen wir halt 100.000 Bilder zu machen, weil vielleicht habe ich da was. Ich zeige euch dieses Video hier kurz. Also wirklich jedes Bild, das ist unser Molekül. Und wenn das Molekül getroffen wird, dann das Molekül, das wird wirklich zerstört, weil das auch die Orientierung des
der Probe ist wirklich total zufällig. Das heißt, wir brauchen wirklich sehr gute Software, damit wir diese 3D-Böhungsbilder berechnen können, damit wir wirklich schlussendlich die ganze Struktur auflösen können. Das ist wirklich viel schwieriger, als wenn man wirklich einen Kristall hat, weil da kennt man die Orientation und da kann man den so rotieren, wie man es gerne haben möchte. Aber wirklich jedes Bild müssen wir wirklich die Daten von jedem Shot einzeln kriegen. Okay. Okay. Mikrofon 1, bitte. Also das ist ein bisschen mehr eine Technikalität. Wie hoch ist die Leistung von einem Elektronenstrahl? Und was braucht man für eine Menge von Leistung, um diese Bremsstrahlung zu bekommen? Das ist genau diese Limitation, ja. Das ist halt die Spezifikation, die kriegen von der Strahlenschutzbehörde. Wir haben große Blöcke, was ist das, Graphen oder so, und einen rotierenden Magnet, sodass der Strahl nicht den gleichen Punkt immer trifft. Aber grundsätzlich ist es einfach ein großer Block, der ziemlich lang ist. Wie groß ist der? 8 Meter vielleicht und vielleicht so groß. Und wir haben verschiedene und die können dann ausgetauscht werden. Put away for some decades. Und die werden dann zur Seite gestellt für ein paar Dekaden, damit die irgendwie abkühlen können. But it's safe. Aber es ist sicher. Microphone 4, please. Mikrofon 4, bitte. First, thank you again for this really amazing talk. Danke nochmal für den tollen Vortrag. This is a very greedy question. Das ist eine sehr geizige Frage. The growth in the ability of these will continue to go beyond what free. Also ist es vorhergesagt, dass das Wachstum von diesen Dingern, dass das Wachstum anhält und wie die fünfte Generation von Synchrotron-Elektronenlasern aussieht? Ich habe mit ein paar Leuten darüber gesprochen, als ich einen Vortrag vorbereitet habe, und die Antworten, die ich bekommen habe, war sehr unterschiedlich. Einige haben gesagt, nee, es wird eine komplett andere Technologie sein. Also freie Elektronenlaser, Dings, das ist wirklich diese kurzen Pulse, also weniger als eine Femtosekunde. Aber es gibt auch andere Tools, wie zum Beispiel Elektronenbeugung oder Elektronenmikroskopie. Das ist vielleicht besser geeignet für einige Proben. Aber ich kann es nicht sagen. Ich kann dir nicht sagen, was wirklich der nächste Schritt sein wird für solche Synchrotrons. Okay, let's be fair to the Internet. Is there any question? Lasst uns fair gegenüber dem Internet sein. Gibt es eine Frage? Ja, es gibt eine Frage. Is it all right? Barking Sheep is asking, how long does it take to run an experiment? Wie lange dauert es, so ein Experiment zu machen? Also die ganzen Sachen vorzubereiten, zu schreiben, den Strahl zu machen, ein Bild zu reproduzieren, etc. Eine Strahlzeit ist vielleicht, für solche Freielektronlaser ist das normal, das ist ungefähr 8 Stunden. Also die Maschine läuft wirklich 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und da gibt es verschiedene Längen bis zu 2 Tagen, also in der Größenordnung, sagen wir mal, also 10 Stunden vielleicht. Und das Experiment zu starten, das ist wirklich der Bottleneck. Das kann gut und gerne mal eine Woche dauern. Und leider habe ich kein Bild davon, wie man die Experimentierhalle aussieht bei Flash, aber es gibt da verschiedene Beamlines. Und das sind 10 Leute, die daran arbeiten, wirklich das Experiment aufbauen während der Woche, und dann haben sie vielleicht 8 Stunden Strahlzeit, und dann brauchen sie ein weiteres halbes Jahr, um diese Daten auszulesen und auszuwerten und das zusammenzusetzen für so einen Film. Also die eigentliche Strahlzeit ist wirklich der kleinste Teil am Schluss des Experimentes. Okay, Mikrofon 1, bitte. Danke für den tollen Vortrag. Meine Frage ist, du weißt wahrscheinlich, dass man diese Protein-Faltungssoftware-Projekt gab, die diese Bilder mit Berechnung machen wollen. Das ist der Punkt. Wir wissen ja nicht, wie gut es die sind. Ich meine, wir haben diese Simulation. Du findest sie alle auf YouTube. Und die sind sehr schön anzuschauen, aber nobody knows. Nobody knows? Thank you. All right. Another microphone one, please. Nochmal Mikrofon 1, bitte. Danke für den tollen Vortrag. Kannst du noch ein bisschen über den Fokus von dem Röntgenstrahl? Kannst du nochmal erklären, wie der Fokus von dem Röntgenstrahl funktioniert? So,
Internet, ja. Question. Ah. Internet, noch eine Frage. Unrestricted Eve would like to know. Unrestricted Eve würde gerne wissen, ob du ein paar mehr Details, ob du noch ein bisschen erklären könntest, wie die, wie der Detektor so viele Daten in einer so kurzen Zeit speichern kann. Zu der Internetfrage, nee, kann ich nicht wirklich. Ich wollte eigentlich mit dem Mensch reden, der das designt hat, aber der war schon im Urlaub die letzten Wochen. Das heißt, ich konnte nicht mit ihm reden und eine Frage kriegen. Also ich weiß es nicht genau. Das Einzige, was ich weiß, es gibt verschiedene Ebenen. Also, nee, ich glaube, ich würde hier nur Blödsinn erzählen. Aber ich denke, die wollten so eine Zusammenfassung schreiben, wie der Detektor funktioniert. Also auf der Homepage vom European XFL. Also ich würde empfehlen, da mal im Internet nachzuschauen. Und noch kurz zu dir zu kommen. Wir machen das mit Diamanten. Oder sowas Diamantartiges. Und das ist so ein Spiegel hier. Das ist dann ein streifender Einfall. Und so fokussieren wir schlussendlich diese Röntgenstrahlen. Es war tatsächlich in Medien. Also die Flachheit, diese Oberflächenräumlichkeit, die ist wirklich beeindruckend. Aber ich habe die Zahlen gerade nicht. Aber das kann man alles nachschauen und macht das auch. Das ist echt verrückt. Okay, Mikrofon 1 nochmal. Das ist natürlich unglaublich schöne Hardware. Und du hast uns die Kontrollsoftware gezeigt, ist natürlich eine unglaubliche Software. Kannst du uns vielleicht ein paar Zahlen geben, Anzahl von Programmen, Anzahl von Zeilen von Code, etc. Also ihr habt eine Milliarde an Hardware ausgegeben, aber Software wahrscheinlich auch, habt ihr wahrscheinlich auch sehr viel ausgegeben. Das wäre echt eine interessante Zahl, aber ich habe leider die Anzahl Code-Zeilen habe ich nicht, aber die CPU-Energie, das ist nicht mal so viel. Das Schwierigste ist wirklich, dass wir diese Channels wirklich alle sehen können. Also das grafische Interface, dass wir das angucken können. Das ist wirklich das Schwierigste an der Sache, als wirklich mit den Daten zu arbeiten. Na, ich weiß es leider nicht. Aber wenn du mir nachher eine E-Mail schreibst, ich habe die E-Mail-Adresse auf dem Slide, dann kann ich die Leute fragen, an denen sie das gemacht haben. Okay, Microphone 2, please. Noch eine Frage von Mikrofon 2. Ich habe auch eine Frage über die Kontrollsoftware. Ihr habt eine Query Language, damit man nicht diese ganzen Fenster antun muss? Sometimes easier if you have a GUI where it's at least sorted, but of course you can have access read and write. Also manchmal ist es besser, wenn man nicht durch die ganzen Windows suchen muss, und ja, man kann mit einer Query Language lesen und schreiben. Mikrofon 1, bitte. My question is there any policy in place for like publishing stuff? Like only open access or something like that? Gibt es eine Regel, dass ihr nur open wenn ich in eure Fakultät komme, muss ich irgendeine Regel erfüllen? Ja, du musst publizieren. Die Frage war, ist es Open Access? Die Antwort ist ja, ich glaube, es muss nicht sein. Aber du musst sicherstellen, dass deine Ergebnisse irgendwie publiziert werden. Yeah, a good point. Das ist wirklich eine gute Frage. Ich weiß, dass auch eine Firma einen Antrag stellen können und die müssen extrem viel dafür bezahlen. Aber wenn man eine wissenschaftliche Einrichtung ist oder eine Uni, da kann man das in dem Sinne umsonst kriegen. Thanks. Okay.